Ja, hallo und willkommen in meiner Küche. Mein Name ist Joe. Ich arbeite bei Just Music und mache da den Content für die Akustikgitarre. Ich habe hier ein bisschen mit dem Kabelwust zu kämpfen. Was ihr hier seht, ist ein Fishman SA330. Den hat mir ein Freund vorbeigebracht, der bei Trios arbeitet. Trios ist der Vertrieb von Fishman und ich habe hier sein komplettes Vorführ-Kit, das heißt vom Subwoofer über den Expander zum SA330 und diesen Fußschalter. Der Fußschalter, den finde ich richtig clever. Erstens, ich kann damit das Eingangssignal sämtlicher Kanäle stumm schalten, also muten. Und ich kann, wenn ich es möchte, den Effekt an- und ausschalten. Die meisten Akustik-Gitarrenverstärker haben dieses Feature nicht. Das heißt, man muss mit dem leben, was man hat. Man hat also auf der Gesangsstimme und der Gitarre den Hall. Und wenn man dann erzählen will und präsentieren, dann ist der Hall eben immer noch auf der Stimme. Und das klingt teilweise ziemlich unangenehm. So, jetzt bin ich wieder verständlich. Man kann hören, was ich sage. Der Hall-Effekt lässt sich ausschalten. Finde ich ein ziemlich klasse Feature. Das andere, was ich toll finde, ist der SA Expand. Ich meine, jeder von uns hat vielleicht schon mal von einer Personal PA gehört. Mehr oder weniger ist dieses System eine Personal PA. Ich habe die Säule als Haupt sozusagen Teil, als Hauptverstärker, kann das Ganze um 4 Kanäle erweitern und um einen Subwoofer. Wenn ich ein Open Air spielen will zum Beispiel oder in einer größeren Halle unterwegs bin. Ich kann aber auch, wenn ich das möchte, nur den SA330 selber benutzen. Der ist schon kräftig genug für die meisten Gelegenheiten. Der reicht zum Beispiel, um eine kleine Kirche zu beschallen. Ich habe vorher den SA220 im Einsatz gehabt und deswegen kamen wir auch auf diesen Amp. War mit dem sehr zufrieden. Mein Problem mit dem Verstärker war, ich brauche 3 Kanäle. Also ich habe hier ein Mikrofon für Sprache und Gesang, ein Instrumentalmikrofon und den Tonabnehmer in der Gitarre. Und das alles geht in den SA Expand. Ja, also hier sind die Kabel dran. Und wird über ein Netzwerkkabel, ein herkömmliches, mit dem Verstärker verbunden. Das heißt, ich kann das Ganze auch rausnehmen, was ich sehr praktisch finde, und wie eine Fernbedienung verwenden. Ich brauche also nicht mal jemanden, der für mich den Sound macht. Ich habe über das, was ich mache, volle Kontrolle. Wenn ich auf einer Veranstaltung spiele, ist es oftmals so, dass da ein Gitarrenverstärker ist oder eben auch eine komplette PA mit einem Soundmann. Das ist klasse, aber bei dem Gitarrenverstärker weiß man eben nie, was man bekommt. Man muss sich mit dem begnügen, was vor Ort ist. Hier habe ich ein System, das ist modular. Und meistens reicht es, wenn ich dieses Carry-Bag da hinten mitnehme. Das ist so eine Tasche mit Rollen für den Verstärker und das Stativ. Das Ding hat aber noch so viel Platz zusätzlich, dass sämtliche Kabel, die ich im Einsatz habe, und auch meine Mikrofone, mein kleiner Gitarrenständer mit in dieses Carry-Bag passen. Also ich bin wirklich komplett modular unterwegs, wenn ich das möchte, und mobil. Das ist für mich wichtig, weil ich bin ohne Auto unterwegs. Ich habe keinen Führerschein und die meisten Veranstaltungen, die ich spiele, sind so weit von mir zu Hause entfernt, dass ich mit der Bahn oder mit dem Flugzeug anreisen muss. Und da ist das dann halt auch nicht so prickelnd, einen riesen Verstärker im Arm zu haben und dann die Gitarre mitbuckeln zu müssen. Das System kann ich hinter mir herziehen. Das ist einfach eine klasse Sache und eine große Erleichterung. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie das System klingt und die Ohr nehmen. Das heißt, ich mache einfach mal die Gitarre an und dann hören wir mal, was das System kann. So, noch ein bisschen halten.
weiter.